Was geht ab, Leute? Euer Zero wieder hier und heute werden wir 8 Booster von unserem Display hier öffnen. Wir haben im letzten Part wirklich heftige Puls gehabt und ich hoffe, dass wir heute damit weitermachen können. Wir werden heute wieder 8 Booster öffnen von Pokémon Breakthrough von meinem Weihnachtsspecial. Wer den Part 1 verpasst hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Link dazu in der Beschreibung. Und ich würde sagen, Leute, wir starten heute richtig am Rad durch und... Und Leute, ich würde sagen, wir rasten heute richtig aus. Wir öffnen heute die Booster, weil wir nicht zu bremsen sind. So, 8 Stück haben wir wieder dabei. Oder sind es 8? Kann ich nicht zählen. Es sind ganz genau 8 Stück. So haben wir noch 2 Parts über und haben heute hoffentlich ordentlich Packluck wie beim letzten Mal. Ich hoffe es einfach mal. Wir sehen hier die ganzen Booster, die wir haben. Mewtwo Y, Mewtwo X, Hundemon, Hundemon, Zoroark Break, Mewtwo Y, Mewtwo X und Zoroark again. Mein Gott, Leute. Ich hoffe, wir starten heute mit meinem Hundemon. Und let's go, Leute, würde ich sagen. 3, 2, 1. Wir haben das erste Booster und wir wollen keine Zeit verlieren, meine Friends. Wir wollen natürlich gleich starten hier in das kleine Openings-Video. Bam. Ich hoffe, wir haben heute wieder extrem Packluck wie beim letzten Mal. Weil das war wirklich... Oh mein Gott, seht ihr das? Die Karte ist schon beschädigt. Was? Sieh, das weißt du da? Das war ich nicht. Wie soll ich das gemacht haben, Leute? Wie soll ich das getan haben? Hallo? Ich habe die Teile nicht vorher aufgemacht oder so. Das wäre ja heftig. Wir haben einen Keifel, ein Hundemon Spirit Link und irgendwas ist hier im Licht. So, wisst ihr? Irgendwas... Ist das meine Hand? Ist das meine Hand, was im Licht ist? Geil, Zero, hast du gut gemacht. Dann haben wir ein Spava, dann haben wir ein Chespin, dann haben wir ein Bronzong, ein Croissant, ein Froakie und dann mit seinem Kumpel, wie heißt die Weiterentwicklung von Froakie Zero? Kermit der Frosch. Dann haben wir ein Sodamag, ein Feuerriegel Reverse. Nein, das ist nicht euer Ernst, ey. Das ist nicht euer verdammter Ernst, dass ich nach diesem Insane Pulse des ersten Parts gleich starte mit einer EX Full Art hier. Nein, das ist... Nein. Phenontor EX. Leute, guckt euch dieses geile Ding einfach mal an hier. Was haben wir da für eine Boosterbox bekommen, ey? Ist das... Was ist das? Was ist das? Diese Karte lookt einfach nur awesome. Heftige Scheiße. Die zweite Vollart, die wir gezogen haben. Und sie ist beschädigt von hinten. Weiß der Geier warum. Das kann ich beanstanden, oder? Kann ich das beanstanden? Sie ist jetzt nicht mehr in ihr Mint. Das kann ich hier nicht mehr für teuer Geld verkaufen. Nein, sowas tue ich hier nicht. Sowas chillt eigentlich meistens nur im Ordner rum. Vielleicht kommt es auf dem Öffnen. Aber normalerweise kann das nicht sein, weil das sind die Karten. Das ist die extra die dritte Karte, nicht die letzte. Deswegen. Aber egal, Leute. Wir machen hier weiter mit einem Ursaring. Dann mit einem Fisherman. Fisherman's Friends. Dann ein Magneton. Einem FM. Einem Tragosso. Einen Sandan. Einen Flabebe. Einen Fennekin. Einen Fennekin Reverse. Und einen. Oh! Geil! Ein Vivillon Holo. Das habe ich ja gesehen, dass es Holo ist. Das ist ja nice. Eine Holo. Er startet wie beim letzten Mal, Leute. Eine EX. Und eine Holo. Holo, Rolo, Kolo, Leute. Ob wir diesmal wieder was hinkriegen. Ich werde noch ein Bartpack machen. Vor allem, die das gewünscht haben, letzten Part. Mewtwo Y. Komm, wir müssen doch mal... Wir dürfen doch nicht nur vollziehen, Leute. Wir dürfen nicht nur vollziehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Leute, wir müssen auch mal... Wir müssen auch mal Scheiße ziehen. Wir müssen auch mal Scheiße ziehen. Komm, das kriegen wir hin. Wir haben jetzt ein... Bühamet heißt es, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es auf Deutsch heißt. Wir haben ein Granbull. Eine Parallel-City. Die Karte habe ich noch nie in der Hand gehabt. Egal, wie ihr sie dreht, Leute. Warte, ich zeig's euch. Da, so oder so. Ihr könnt sie immer lesen. Das ist der weiße Baum, beziehungsweise die weiße Stadt. Und das ist die schwarze Stadt. Mega geil, so eine Karte einfach zu machen. Ich glaube, im nächsten Set ist ebenfalls so eine Parallelkarte drin. Ne? Und das nächste Set werde ich natürlich auch für euch aufmachen, meine Friends. Ein Hoothoot, ein Pikachu auf Reisen, ein Remoraid unter Wasser, ein... Ein Milzer. Milzer. Ich hab's. Ich wusste es. Ein Grillmark. Ein Deden Reverse. Und ein Mr. Mime. Gut, Leute. Das waren doch schon mal wieder witzige Karten. Besonders das Milzer gefällt mir sehr vom Artwork her. Ey. Es schenkt da einfach den Leuten da so Früchte aus. So als ob, hey, komm, ich verteile hier meine Früchte und ihr könnt alle was davon abhaben.
Voll cool, die Karte. Gefällt mir. Es gibt auch zwei Artworks von dem Ding. Das finde ich allgemein an den Pokémon-Karten schöner als irgendwelchen anderen Karten. Es gibt immer zwei Artworks. Wir haben einen Haunter. Haunter. Mega cool. Schönes Apollo. Das finde ich nice. Ein Granbull. Eine Parallel City schon wieder. Ein Schneebedeck. Ein... Das Pokémon, was ich nie bemerken kann. Von Waschakwil. Wie heißt es? Waschakwil? Ich weiß nicht, wie die Formel von Waschakwil heißt, Leute. Ein Scatterbug. Ein Tuska. Ein Snubbull. Eine Special Energy Reverse. Und ein Hologala Gladi. Läuft doch bei uns. Also das ist doch hier Confirmed Packlog auf jeden Fall. Ey. Eine EX, zwei Holos. Was will man mehr? Und wir haben noch, Leute, vier fucking Booster. Vier fucking Booster. Das muss aufhören, Leute. Wir dürfen nicht so viel Packlack haben. Nein, nicht wir. Nicht the zero of fucking... Spritze. The zero of fucking... Spritze. Das bin ich! Okay, zero of fucking Spritze wird jetzt das Pack öffnen und racken, Leute. Wir werden das Pack racken. Wir werden jetzt einfach... Wisst ihr was? Es wird ein Bartpack, Leute. Es wird ein Bartpack werden! Bevor wir hier irgendwas machen. Um den Bart. Und der Bart, Leute, der Bart ist nicht Fars, der Bart ist der Herr. Und wer ist der Herr? Der Zero mit seiner miesen Friese. Genau. Das Bartpack, Leute. Boah, der Bart stinkt aber richtig eklig nach irgendwas. Und ich hab voll die Segel-Link-Ohren jetzt. Komm, Leute, das Bartpack. Super Road. Granbull. Keifel, Spritze, Remoraid, ein Milzer, ein Pflegneul, ein Goldini, ein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ein Kömmelter Frosch und ein Raich. Ich glaube, Leute, wir müssen... Nein, Leute, das war noch kein Bartpack. Das Bartpack funktioniert erst, wenn wir wirklich den Bart nutzen, indem wir jetzt das machen. Das ist ein Bartpack, Leute. Wenn das uns kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht. Das ist hundertprozentig ein Bartpack, Leute. Das bringt uns Glück. Und jetzt werden wir eine Foil ziehen, Leute. Oder dieser Bart wird in Müllcontainer landen, Leute. Ich werde es euch zeigen. Professor's Letter. Staravia. Wieder Kermit der Frosch. Dodo, der die Post ausliefert. Oder geile, seltene EX-Karten. Dann ein Stern, du was einfach nur Wasser chillt. Gastly, was einfach mal grässliche Geschichten erzählt. Ein Pflegneu. Ein Wablu, was einfach mega süß ist. Dann haben wir... Wie heißt es? Oh, ich hab den Namen von dem Ding vergessen. Ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Weg mit dem Ding. Der Bart bringt nichts, obwohl der Typ hier irgendwelche weiße Achselhaare und weiße Augenbrauen hat. Der gute Grill-Vegi-Cheater. Aber der Bart hat nichts gemacht, Leute. Wisst ihr was? Wir machen weiter ohne Bart. Ohne Bart haben wir das hier gezogen. Und ohne Bart werden wir jetzt auf Ansage eine EX ziehen, Leute. Die nächste EX wartet bereits jetzt auf uns. Free from the back. Und let's go, guys! Wir haben hier die weitere Form von dem Starter Chispin. Ich nenne es Balmon. Vanillish. Mewtwo Spirit Link. Dann haben wir ein Fennekin. Ein Magnetilo. Ein Trasla. Ein Chespin. Ein Neubat. Und ein Neubat. Gott, oh Gott. Was ist das für ein Pack, Leute? Ein EFEM und ein Spoiler. Was ist das für ein Pack, Leute? Wir haben erst die Formentwicklung, ziehen dann die weiterentwickelte Form. Was ist das für ein krankes Pack? Und diese Breakkarte wollte ich unbedingt ziehen, weil es meine absolute Lieblings-Breakkarte ist vom Artwork her. Heftig nice. Oh mein Gott, ey. Neuburn EX. Heftige Karte. Heftige Karte. Der Bart bringt Unglück, Leute. Ich werde diesen Bart gleich entsorgen. Bam! Wieder vier Foils und wir haben noch ein Pack über, Leute. Ein mega heftiges Pack haben wir noch. Und der ganze Müll stapelt sich hier schon, weil ich schon so viele Packs aufgemacht habe hier. Puh. Nächste Pack. Zoroark. Bring uns Glück. Komm schon. Bring uns Glück. Der Code legen wir zur Seite. Drei von hinten nach vorne. Und Leute. Johto Boss Musik an. Jetzt kommt das Finale, Leute. Das Finale des Packs. Ein Plipri. Ein Sandama.
Ein Chespin Ballmodus. Ein Fenneken. Ein Staralili. Ein Quieke. Ein Iskala. Ein Pampam. Ein Chevron. Und eine Beil! Ist das nice! Geil! Ein Chestnut Holo. Geil, das gefällt mir. Da hat sich Chespin, oder doch ein Chespin, zu einem Ball, zu einem Stachelball verwandelt. Hammer nice, Leute. Die Ausbeute heute war wieder formidabel. Wir haben 1, 2, 3 Holo-Karten gezogen. Eine Full Art EX-Karte für Non-Tor. Und dann eine Neuwern-Break-Karte, Leute. Jetzt noch eine Ultra Rare und ich bin happy as fuck, Leute. Aber zuerst wird der Bart entsorgt. Get out the trash! Genauso gehört sie aus, meine Friends. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und dann kommt auch desto schneller die nächste Folge von meinem kranken Breakthrough-Display. Toll gemacht, Zero. 1A. Moment, wie viel sind das? Sind es vielleicht die 8 schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schade. Machen wir im nächsten Pack Bonus 7 auf. Haut rein, Leute. Ciao.